Weiter geht's. Wir sind hier in einem Bahnhof, nehme ich an. Zumindest sieht das so aus. Hier ist es kein, ist es keiner? Kann ich mit dem nicht quatschen? Ah doch. Der wird nicht angezeigt. Warum wird er nicht angezeigt? Ein Geist. Ansonsten geht's dann noch weiter. Oh! Ah, Fahrkarten. Fahrkartenschalter. Mal anschauen. Nichts Besonderes. Rede mit dem Fahrkarten, mit dem Kartenverkäufer. Genau. Guten Tag. Ich hätte gern zwei Fahrkarten. Ah, für den nächsten Flug. Ein, nicht im Bahnhof, sondern ein Flughafen. Hier, 140 Mark. Das reicht natürlich nicht aus. Ja, hat der vielleicht Tickets für mich? Rede mit Mann. Entschuldigung. Oh, da stecken Tickets in seiner Jackentasche. Wann startet denn der Zeppelin? Wie nein? Soll das heißen, er startet gar nicht? Oder? Keine Ahnung. Was denn jetzt? Erwarten Sie jemanden? Das geht Sie nichts an. Ach Mist. Ich muss den irgendwie ablenken, hm? Ah, erzählen Sie mir doch über Ihre Enkel. 15 Enkel. Kann ich jetzt? Siegfried. Oha. Siegfried. Hä? Was? Eine Fliege geschnappt. Eine Fliege? Du hast eine Fliege geschnappt? Die hat keine Ahnung, was hier abgeht. Oh Mann, wie gut. Ah, da ist der Doppeldecker. Mit dem kann man doch bestimmt fliegen. Andererseits, hey, ah, dahin. Ist da noch weiter? Oh ja, oh, ein Zeppelin. Und wir haben die Tickets für den Zeppelin. Zeppelin oder Doppeldecker fliegen? Gute Frage. Ich glaube, ich probiere beides aus. Warum 4? Was kommt nach 2? Genau, nach 2 kommt 3. Ich muss mir nur mal eben das Handbuch für den Zeppelin wieder in Erinnerung rufen. Ich werde einfach mal ein altes Video starten und dann pausieren an der entsprechenden Stelle. Und danach geht es dann in der Aufnahme weiter. Ich habe mir die Anleitung jetzt rausgesucht und habe das Ganze mal ausprobiert. Hey, warum gehen die schon rein? Na gut, also es ist nicht ganz so einfach, deswegen ich versuche jetzt einfach mal schnell zu sein. L, dann den da dreimal. Dann Q, dann auf den gefüllten Tank schalten, die beiden Magneten einschalten, den Gashebel ziehen, die Zündung O einschalten und auf N muss ich drücken, wenn 300 angezeigt wird. Ja, das tut's ja, da links die 3. Oh ja, es klappt auf Anhieb. Sehr schön. Also auf Anhieb in dieser Aufnahme. Das ist nicht die erste, das ist glaube ich die zweite oder dritte. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Das kann ich mit der Maus steuern? Nein. Pfeiltasten? Scheint nicht so. Was muss ich tun? Leertaste macht Pause. Was? Was muss ich tun? Wie ist die Steuerung? Ich habe keine Ahnung. Was? Wie funktioniert das? Nein. Hä? Was muss ich tun?
Nö, das ist wie im Kampf. Man wird reingeworfen und hat keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Vielleicht hat es ja mit dem neuen Block funktioniert. Das probiere ich gleich nochmal aus. Super. Oh, immerhin nicht den Nazis in die Hände. Sondern irgendwo. Hey, wo ist Henry? Da sind Ziegen. Wo ist Henry? Gibt es hier irgendwas? Wahrscheinlich so. Vielleicht vor dem Haus. Versuche ich es nochmal? Nee, ich habe. Oh. Da ist sein Vater. Junge, steh auf. Genau. Sehr gut. Boah, ich dachte schon, der wäre tot oder so. Komm, wir klauen ein Auto. Ja klar. Einfach mal so. Nur welches? Nur welches? Ins Haus rein? Nein. Was kann ich denn alles tun? Mal schauen, was das Auto so kann. Nichts Besonderes und. Ja, Schauauto? Nö. Komm, dann nehmen wir das Blaue. Blau ist doch schön. Benutze das Auto. Auf geht's. Wir waren doch gerade in Berlin, bei dem Flughafen. Oh, das sieht nach Kontrolle aus. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Guten Tag. Mein Passierschein. Aber natürlich, wie dumm von mir. Ja, dann hier, nimm. Soll ich so tun, als sei ich jetzt hier außer Dienst? Oder. Na, Entschuldigung, na klar, tut mir leid. Jetzt mein kleines Streichel. Nee, komm, ich gebe dir den Passierschein, den habe ich doch. Wird schon passen. Hier, ne? Wie, was? Ach nein! Ach nö, nicht schon wieder! Ich hasse diese Kämpfe! Nein! Ach nö! Boah, der haut so rein! Oh. Das alte Problem wie auf dem Schloss. Wahrscheinlich kann man den irgendwie durch Überreden dazu bringen, nicht zu kämpfen und es einfach durchzulassen. Das alte Problem wie auf dem Schloss. Das macht keinen Spaß. Deswegen werde ich jetzt raussuchen, erstmal wie man richtig fliegt, wie man den Doppeldeckern ausweicht und dann, was ich den Typen da erzählen muss, damit die mich durchlassen. Weil das finde ich hin und her probieren, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Genau, bis gleich. So, zweiter Versuch. Ab in den Doppeldecker. Und mal schauen, ob ich es diesmal besser hinkriege. Beim letzten Mal war es ja relativ knapp mit dem Doppeldecker im Betrieb nehmen. Das war der 2, 3. Benzinpumpe einschalten. Moment, wo ist die Benzinpumpe? Die Benzinpumpe. Ja, die Benzinpumpe war die da. Auf den gefüllten Tank, dann die Magneten einschalten, Gashebel, Zündung ist O. Was ist O? Das ist O. Und wenn das da 300 zeigt, ja, los geht's. Puh, so. Es ist tatsächlich so, die Steuerung funktioniert mit dem Ziffernblock. Und das Ziel ist, den feindlichen Fliegern auszuweichen. Ja, jetzt. Das ist mit dem Zifferblock nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ich glaube, so weit runter sollte ich nicht, weil. Ach so. Mit 5 kann ich wieder gerade stellen. Also, okay, das heißt Henry, schießt. Hä? Was? Das war doch.
Nein, komm schon. Oh. Na gut, dann bin ich immerhin einem ausgewichen.